Get on the floor and start to dance. Give me more, this is your chance. Get on the floor and feel the fire. Take me higher. Herzlich willkommen zu einem weiteren Japan Stuff Video. Und ja, es geht weiter mit einem Unboxing. Ja, es ist wieder mal etwas angekommen. Dieses Mal von Plamuya. So, ja, sofern ich mich nicht täusche. Und ich denke, ich mache das hier gleich mal auf. Ja. So. Gut, dann haben wir das schon. Dann haben wir hier die Figur von Tool of Ru oder Rough Shovel, je nachdem wie man es nennt. Ich mache hier kurz noch den Plastik weg, dass ich das ein bisschen besser betrachten kann. Ja. Hier ist das Prachtstück. Ich werde sie gleich nochmal auspacken und ja, es ist von Furio, beziehungsweise, wie hieß die Firma schon wieder davon? Mist, ich hab's vergessen. Also jedenfalls ist es von Furio, mein Gott, Zungenbrecher. Und hier drin ist die Yui Kotegawa, meine Lieblingscharakterin von Tool of Ru. Hier sieht es ganz normal aus, hier auch. Und hier sieht man dann noch die Figur. In dem Fall würde ich sagen, bis gleich und ich packe sie kurz aus. Und hier haben wir die Prachtfigur. Ja, mittlerweile ist es sogar klar, es ist von Tool of Ru Darkness, wie man hier unten an der Base erkennen kann. Und ja, mir gefällt der Yukata sehr gut. Und die Figur allgemein gefällt mir auch sehr gut. Ich persönlich finde es bis jetzt die schönste Figur, die ich von Yui gesehen habe im Internet. Und ja, ich bin richtig froh, dass ich die noch ergattern konnte. Und der Preis der Figur war, falls es euch interessiert, 30 Euro müsste ungefähr hinkommen. 4 Euro, nein, irgendwie 35 Euro, irgendetwas darum. Jedenfalls 45 Franken war es. Ja, dann sind es ungefähr 38 Euro. So ungefähr ist das darum. Falls ihr es genauer wissen möchtet, müsst ihr einfach Yui Kotegawa eingeben bei Plamuya. Und ja. Ich finde die Gesicht auch sehr schön, wie man hier sehen kann. Sehr schön, die Kamera stellt scharf. Das ist super. Und ja. Ich würde sagen, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, den Japan-Stuff-Teil. Und wir sehen uns im nächsten Japan-Stuff oder beziehungsweise gleich wieder. In dem Fall, bis gleich. Tschüss. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Manga- und Anime-Monats-Updates vom Januar. Ich wollte Monat sagen. Egal. Vom Monat Februar und März. Und ja, ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fangen gleich wieder mal mit Carlsen an. Dort habe ich mir noch dazu gekauft Solita Band 11. Es hat ihn endlich mit der neu gedruckten Version. Da musste ich gleich zugreifen für 8,90, wie man hier sehen kann. Noch nicht gelesen, da ich hier sehr hinterher hinke und ich wollte eigentlich noch warten, bis ich auch noch Band 12 habe. Dann kann ich hier durchgehend lesen bis Band 18 oder 19. Und ja, Solita ist toll. Kauf. Dann kommen wir zu einem weiteren Titel von Carlsen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich von der Reihe halten soll. Weil ich hänge immer noch beim ersten Band dieser Reihe. aber bevor ihr jetzt rätselt, welcher Titel es ist Puella Magi Oriko Magica. Und ja, der zweite Teil halt. Und ja,
Ich fand den Zeichnungsstil des ersten Mangas besser, muss ich ehrlich gestehen. So vom Durchblättern her. Und ja, ich sage mal schauen, wie der Manga hier endet. Ich glaube, er endet mit dem zweiten Band, soweit ich es weiß. Und ja. Für alle Puella-Magi-Fans kaufen, für die anderen mal schauen. Weil es ist sehr dünn, das sei gesagt. Nein, ich glaube, das ist kein guter Vergleich. Warte ganz kurz, einen kleinen Moment. Ja, wo haben wir die Reihe? Hier haben wir sie. Hier haben wir einen besseren Vergleich. Schaut euch das an. Für den hier bezahle ich fast kaum einen Franken mehr. Carlsen, why? Nein, lassen wir das. Und dann ist eine Reihe bzw. ein Titel angekommen, den sich sicher bestimmt alle gekauft haben. Und ja, ich halt auch. Ich bin zwar kein Riesenfan der Serie, aber naja, nimmt mich halt Wunder, wie der Manga ist. Einige sagen, der Zeichnungsstil ist zum Kotzen und die anderen sagen, der Zeichnungsstil ist sehr gut. Ich möchte mir selber eine Meinung dazu bilden und ja, das hier ist der Titel. Hier haben wir Attack on Titan. Ja, ist noch eingepackt. Und ja, hier klopft gleich lieber. Ja, hat jemand geklopft. Ich muss ganz kurz stoppen. Bis gleich. So, gut, ich denke, wir können weitermachen. Ja, wo bin ich denn geblieben? Bei Attack on Titan. Ja, machen wir hier mal auf. Falls ich das noch hinbekomme. Betonung liegt hier auf falls. Na, wieso benutze ich nicht das Messer, das ich daneben habe? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ach, wie man hören kann, habe ich es hingekriegt. Noch so mit Biegen. ja. Mal schauen, wie die deutsche Übersetzung so ist des Titels. Und ja. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie es der Manga so ist. Gut. Ich würde sagen, dann kommen wir von Carlsen weg und gehen zu Tokyo Pop. Und ja, dort habe ich mir diesen Monat noch zwei weitere Titel gekauft. Und ich glaube es nicht, jetzt klopft es schon wieder. Ich bebe zuerst kurz die Probleme. Bis gleich. So, ich hoffe, nun ist es wirklich beendet. ja, wo bin ich stehen geblieben? Tokyo Pop, genau. Dort habe ich mir noch zwei weitere gekauft, nämlich, beziehungsweise zwei weitere sind angekommen, nämlich Tales of Xillia Band 3 und Samurai Drive Band 8, der Abschlussband. Ja. Habe ich beide noch nicht gelesen, wie man uns schwer hören kann. Und ja. Den hier werde ich mir demnächst zu Gemüte ziehen, weil es mich interessiert, wie es enden wird. Ja. Aber zu irgendwann mal später was. Vielleicht ein Review oder so. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Hier mal wieder mit super Cover, irgendetwas, Aufdruck. ja, und wieder mit Farbseiten natürlich. Wunderschön angemerkt. Und ja, hier nimmt es mich auch super extrem Wunder, wie es hier weitergeht. Und wie man unschwer erkennen kann, ist dieses Mal auch wieder ein bisschen dicker. Und ja, freue mich schon drauf. Gut, dann kommen wir schon zu Planet Manga. Und ja, dort habe ich einen Manga gelesen und den nehme ich zum Schluss. Und ja, dann habe ich noch, also. Ja, ich glaube, ich mache es einzeln. Hier eine Neuerscheinung: Girls in My Glasses. Ja. Ich weiß nicht. Soll ich reinblättern? Ich muss hier kurz schauen. Es ist grenzwertig. Die Farbseiten kann ich gerade noch so durchgehen lassen. Und ja. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich muss sagen.
noch nicht gelesen, aber es sieht recht interessant aus. Ich schaue es mir heute gerade nochmal, also ich blätter es hier gerade nochmal ein bisschen durch. Und ja, wie ich halt gesagt, muss ich hier noch reinlesen. Das war der Begriff, den ich gesucht habe. ja, gut, dann haben wir als nächstes Nightmare Maker Band 3. Noch nicht gelesen, unschwer erkennbar. Und was mir jetzt sehr gut gefällt, hier kann ich einfach, beziehungsweise hier könnte ich einfach nehmen und... Aber mache ich jetzt nicht, weil ich hier sowieso nicht reinblättern werde, weil... Ja, ihr wisst schon wieso. Sonst haben wir hier ein zensiertes Video von YouTube. Als nächstes haben wir hier Maken Key Band 7. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Und ja, puh, zum Glück hatte ich bei der Farbseite mal wieder Schwein. Ich hoffe, ich habe beim Durchblättern auch ein bisschen Schwein und verwische keine. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Ja, was mich ein bisschen anguckt, ist, dass hier der 8. Band erst im August erscheinen soll und die anderen auch irgendwie erst August, September rum und ja, das finde ich ziemlich scheiße, wenn man es milde ausdrücken will. Naja, ist ja egal, kann ich nichts machen. Dann als nächstes haben wir hier Crime Zone Band 4. Der 5. Band soll im September erscheinen oder so und ja, wie gesagt, kranker Scheiß wird immer... Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ohne Scheiß, habe ich das hier richtig gesehen? Ja, hier kann man mal wieder sehen, was für kranker Scheiß das ist. aber wie gesagt, ich finde die andere neue Reihe ein bisschen kränker und ja, ich sollte hier nicht allein für mich durchblättern, sondern euch auch noch ein bisschen etwas zeigen. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht geschockt vom Anblick. Und haben wir hier Charakterdesigns? Ja, das sieht cool aus. Ja, der 5. Band soll im September erscheinen, wie man hier unten erkennen kann. Gut, dann kommen wir zu dem Manga, den ich schon gelesen habe, nämlich Talisman Himari Band 11. Ja. Ich konnte einfach nicht widerstehen, ich musste diesen Manga einfach unbedingt... So, gut. Ich hatte noch Schwein, ich habe es glaube ich gerade noch so hinbekommen, dass ich es nicht gezeigt habe. Habe mich jetzt gerade da wieder daran erinnert, dass es die erste Seite nicht zeigbar ist, aber hier können wir es wieder zeigen. Und ja, Schnelldurchlauf. Ich darf bloß das letzte Chapter nicht erwischen, sonst haben wir hier wieder ein klein technisches Problem. Aber bei nein, es ist jetzt zensiert. Ja, der nächste Band soll erscheinen und zwar demnächst. Und mir gefällt das Cover sehr gut. Ja, Talisman Himari ist super. Ich finde es schade, dass der Manga schon mit 12 Bänden beendet sein wird. Ja, ich kenne meine Meinung dazu. Ich mag Talisman Himari sehr gern. Und ja, ich finde es richtig schade, dass dieser Manga mit dem 12. Band beendet ist. Und ja, ich würde sagen, wir kommen dann noch von den Mangas zu Leseproben. Irgendetwas. Hier zum Beispiel die Manga-Preview. Hier haben wir Attack on Titan und hier hinten haben wir Chi. Ja, ich blätter hier ganz mal kurz durch. Das kann man gratis in jedem Comic-Shop oder Manga-Shop. Jedenfalls überall, wo es Comics gibt, sollte es das ja auch haben. Ja, kann man das eigentlich kaufen. Was ich ein bisschen komisch fand, dass hier hinten musste man plötzlich wieder umdrehen. Ja. Entschuldigung. Ja, dann habe ich mir hier noch etwas Ungewöhnliches geholt, vielleicht. I Love Shoujo. Ja, habe mich mal so runtergenommen, was die hier, was Tokyopop hier so mit dem neuen Programm vorschlägt. Und ja. Vielleicht finde ich noch einen guten Shoujo-Titel. Wer weiß. Ja. Gut, das war's mit Mangas und ja, ich würde sagen, wir verräumen es gleich.